Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Es ist endlich soweit. Es hat ein bisschen gedauert. Ihr habt es ja schon gesehen, diese Paketvielfalt stand hier jetzt schon seit Tagen in der Wohnung. Wir haben Pakete von Husqvarna, wir haben zwei ominöse FMF-Pakete und wir haben ein Paket von Motocrump. Und wir werden das heute auspacken. Ich habe richtig, richtig Bock. Die Schere habe ich natürlich auch parat. Ich würde sagen, wir schnappen nicht lang, sondern wir fangen jetzt an. Denn ich liebe Pakete auspacken und ich kann mich nicht länger gedulden. Es muss jetzt starten, ne Sören? Let's go. Ich bin auch aufgeregt. Ich habe richtig Bock. Ja. Wir haben schon lange keine Pakete mehr zusammen aufgemacht. Deswegen bist du auch extra hochgekommen, ne? Sonst ja, wollte ich dabei sein. Nicht überreden können. Da wollte ich dabei sein. Was soll man denn als erstes aufmachen? Ich will wissen, warum es zwei FMF-Pakete sind. Ja, aber FMF ist so ein bisschen Highlight. Ich würde sagen, wir stellen die FMF-Pakete hier unten hin und machen erstmal die hier auf, weil die sind so unscheinbar und auch irgendwie total leicht. Oh, das könnte... Eine Sitzbank? Ja, oder? Das könnte eine Sitzbank sein. Okay. Jetzt bin ich gespannt. So froh, dass wir das jetzt endlich machen. Yes, ist eine Sitzbank. Oh, ho, ho, ho. Oh mein Gott. Boah, die sieht ja richtig nice aus. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da muss ich gar nicht großartig was dran ändern. Denn diese Sitzbank passt einfach direkt instant perfekt zu meinem Bike, denn sie ist blau, neongelb. Schaut euch das an. Richtig reingearbeitet, also hier perfekt für den Grip, damit ich im Wheelie nicht rumrutsche. Original von Husqvarna. Dafür wurde sie gemacht, damit der David Boss nicht im Wheelie rumrutscht, ne? Oder? Ja. Ist halt wirklich so. Okay, also einmal eine Sitzbank. Vielen lieben Dank dafür schon mal, Husqvarna. Richtig, richtig geil. So, dann haben wir aber jetzt hier... Das sieht aus nach viel Krimskrams. Ja? Ja. Aber eher so wie ein großes Teil, oder? Ja, aber was kann das denn dann sein? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich gesagt, viel Krimskrams. Oh yes, viel Krimskrams. Aber ich mag Krimskrams, muss ich ehrlich gesagt gestehen. So, was haben wir denn hier? Sollen wir mal Kupplungsdeckelschutz? Lass uns mal hinsetzen. Willst du dich aufsetzen, Sören? Komm, setz dich zu mir. Also einmal. Kupplungsdeckelschutz, ein oder? Oder Motordeckelschutz? Ja, Kupplung. In schwarz, richtig geil. Oh, ganz wichtig. Schwingenschutz. In schwarz. Das ist wirklich für faule Leute, weil da muss man die Schwinge nicht schwarz pulvern. Oh, ich weiß, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Es steht drauf, aber ich sag's nicht. Das müsst ihr und du musst das jetzt auch erraten. So. Irgendwas für die Gabel oder so? Das ist richtig pervers. Carbonfolie? Carbon-Gabelschutz? Ja, zwischen... Carbon, ja, ist ein Carbon-Gabelschutz. Das ist ja richtig geil. Ist das heftig? Mega nice. Ja, dass ich das jetzt direkt ausgepackt habe, ist vielleicht nicht so intelligent. Ich habe das ja heute noch gar nicht montiert, deswegen tun wir das mal wieder rein. Boah, das ist geil. Das ist richtig geil, ne? Ich meine aber, das ist nur der obere oder untere Teil. Hier ist der andere natürlich. Das heißt, da müsste noch ein zweiter Teil sein. Okay, so, das war's schon. Da fehlt noch einiges. Ich glaube, wir haben... Also, war es das schon in dem Paket? Ja. War da nichts sonst drin? Nee, ich habe noch viel mehr bestellt, aber das ist dann die zweite Lieferung. Ist das LED-Lichtmaske oder was? Yes. LED-Schalter. Ich bin Fuchs. Ich kenne mittlerweile die Paketgrößen. Ich weiß, was wo drin ist. Ja, richtig geil. Also der wird heftig aussehen. Ja. Darf man natürlich leider nicht im Straßenverkehr nutzen, so wie er jetzt ist. Deswegen muss man mal da gucken, was man da macht. Ich finde den Schwarz schon extrem, extrem sexy. Okay, ich würde sagen, als nächstes machen wir die FMF-Pakete auf. Und da, wie Sören auch schon gesagt hat, ich weiß einfach nicht, warum das zwei Pakete sind. Es ist eine Komplettanlage vielleicht. Krümmer und Endtopf. Ja, aber die werden dir doch nicht zwei Endtöpfe geschickt haben. Ich glaube nicht. Und auch hier, also da fehlt ja dann der obere oder untere Teil. Weil das sind ja zwei Stücke, oder? Ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie das aufgebaut ist. Das sieht aus wie das zwischen der Gabelbrücke. Ja. Okay. Oh, jetzt muss ich gucken, welche die
Hände nicht aufschneide. Kommen da noch mehr Pakete oder was? Okay. Oh Mann, ey. Okay. So, ich bin wieder da. Das waren gerade die Handwerker, denn wir haben einen Wasserschaden in der Wohnung. Irgendwie hat es geregnet und zwar so stark, dass das Wasser irgendwo durchlaufen konnte vom Dach durch die Decke. Perfekt. Und ja, ich denke mir auch so, bald Roomtour, beste Leben, kann ich da nicht machen, weil das hier eine Großbaustelle wird. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Nee, darauf hat keiner Bock drauf. Aber deswegen, wir beschäftigen uns jetzt gar nicht mit diesen negativen Sachen, sondern mit FMF-Paketen. Ja? Okay. Das ist doch ein Pott. Junge, Alter, halt dein Maul. So. Freunde, der Moment, auf den wir alle lange gewartet haben. Junge, das Ding ist echt sexy, ne? Vor allem in schwarz. Vorher immer in blau und jetzt in schwarz. Kommt nochmal viel heftiger, finde ich. Boah. Junge. Wobei, also wenn ich den jetzt so betrachte ohne Folie, ich weiß nicht, was mir persönlich besser gefällt. Der blaue oder der schwarze, das könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben. Ich finde, es ist mal was anderes. Sieht ein bisschen böse aus, aber blau ist natürlich auch extrem heftig. Aber ja, Hauptsache FMF, sag ich. Aber jetzt ist die Frage, guck mal hier ist ein DB-ITER drin. Mhm. Ja, der muss ja raus. Weil die ist ja sowieso nicht. Die ist ja sowieso nicht legal, die Anlage. Ist nicht? Nee. Das ist was steht denn drauf? Zulassung. Oben steht irgendwas, use approved. For on closed course competition only. Ja. Hamburg ist ein competition closed course für dich. Für David Boss. Geil. Ach Mann, ja, aber den ITER, den müssen wir da rausbekommen. Den kriegen wir raus. Ja, ne? Da helfe ich dir. Ja, aber da ist keine Schraube und nichts. Raus mit den Drosseln. Guck mal. Da ist keine Schraube, nichts. Hier links ist, glaube ich. Nee. Was ist das denn für ein Schnulli? Siehst du? Das geht ja so nicht. Der muss auf jeden Fall raus. Oder? Das war geil. Ja. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Erfahrungen damit habt, wie man den Auspuff hier seiner Last befreit. Also das muss passieren, sonst ist der. Also ein FMF muss so laut sein, dass einem das Trommelfell fast platzt. So, aber... Wir haben noch einen zweiten, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ist das witzig. Oder? Wobei ich jetzt schon sagen kann, es fehlt halt so viel. Also ich habe eigentlich wirklich... da kommt noch eine zweite Lieferung. Ich weiß nur nicht, wann die kommt. Ich muss mal gleich den Christian anrufen. Warte, jetzt kriege ich das ja nicht auf, ey. Komm, David, gib alles. Alter, halt dein Maul. Ich hab's dir doch gesagt. Uiuiuiui. Wild! Was ist denn da drin? Ich weiß es nicht, ist da noch was drin? Da ist, glaube ich, noch Werkzeug, um den DB-ITER rauszumachen. Das wäre geil. Ne, ist ein Papier. Okay, den habe ich nicht bestellt, den Krümmer. Ich glaube, es ist eine kleine Überraschung. Kurz schön. Geht raus an Christian an der Stelle. Richtig geil. Ist jetzt schön mit den Fettfingern drauf. Schön für die Rückstände dann später. Ja, klar. Den kann man ja vorher sauber machen. Ah, geil, Mann. Ich weiß gar nicht, ist das ein Powerbomb oder ein Megabomb? Steht das hier drauf? Da habe ich den Unterschied auch noch nie verstanden. Hauptsache Bomb. Ah, Megabomb. Ja, Megabomb ist nochmal ein bisschen größer. Wurde der schon mal benutzt hier, oder? Nee, ich glaube vom Zusammenschweißen. Guck dir den Oschi an. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt zwei Teile sind. Das ist interessant, ne? Kommt das hier rein, oder wie? Kommt das hier rein, so? Ja.
Geil, und dann hier. Das ist ein richtiges Teil. Geil. Also eine Patentnummer steht drauf, eine E-Nummer nicht. Also das wird halt Racing Use Only, leider. Aber ich würde den so gerne dran bauen. Das wäre schon geil, ne? Das wäre echt nice. Das wäre schon geil, aber das können wir nicht machen. Jetzt ist richtig fertig. Okay, gut. So, aber wir haben ja noch eine Sache. Den mal vorsichtig. Das größte Paket, das größte zum Schluss. Hast du Weihnachten auch immer vom kleinsten bis zum größten ausgepackt, ja, oder vom größten zum kleinsten? Ne, immer vom kleinsten zum größten. Ehrenmann. Schreibt mal in die Kommentare, ja, wie ihr das gemacht habt. Absolut. Vom kleinsten zum größten oder vom größten zum kleinsten? Das interessiert mich wirklich. Ich habe auch vom kleinsten zum größten gemacht. Ja, oder? Also das Beste immer zum Schluss. So, hier freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Und da schon mal vorab, ich bin ganz staubig, vorab wirklich vielen lieben Dank an Motocrump, / Crump Design. Viele Grüße an Felix, Nico, Sascha, die ganze Mannschaft, weil hier ist das Dekor für die 501 drin und ich will nichts sagen, aber das ist echt heftig geworden. Also auf den Fotos sah es extrem brutal aus. Da bin ich richtig gespannt. Ja? Das interessiert mich jetzt auch. Ist das schon direkt auf Plastics? Ja. Uiuiui, ui, ui. Das ist natürlich auch Premium, ne? Da muss man ehrlich mal sagen. Boah, was? Jo, das hat ja einen Glitzer-Effekt. Ja, geil, ne? Vor allem, das Ding ist, das ist nämlich ganz besonders, es ist mit einem UV-Drucker gedruckt. Das heißt, du hast keine Farbverläufe und das Neongelb ist wirklich perfekt. Oder besser gesagt, es ist eine ganze neongelbe Folie und das Dekor wird auf die neongelbe Folie gedruckt und dann mit einem Laminat überzogen. In dem Fall habe ich mich für klar entschieden, nicht für matt, weil matt hatte ich jetzt sehr, sehr oft. Also richtig, richtig geil. Eine bessere Drucktechnologie gibt es, glaube ich, fast nicht. Okay, also ich tue das mal. Das sieht ja richtig nice aus. Boah, ja. Ich würde am liebsten das direkt am Bike sehen. Ja, also ich überlege auch, ob ich das heute noch anbringe. Ich hole ja heute sogar noch, wo wir jetzt gerade das Video drehen. Vico sitzt jetzt gerade im Hintergrund, der hat gerade geklingelt. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil Roomtour ist ja noch nicht über die Bühne gegangen, aber wir holen heute die Felgen für die 501 ab. Das heißt, wir haben schon echt relativ viel am Start. Ich sehe richtig viel Neongelb hier. Ja, ne? Hör das an. Hör das an. Oh, wild. Einmal Frontfender. Natürlich mit den Sponsoren hier. Zack, zack, zack. Oh, Heckteil. Wie das leuchtet. Kriegt ihr das an? Ich befreie das direkt mal hier von der Verpackung. Vor allem diese Glitzerfolie, dieser Glitzer-Klarlack, wollte ich gerade schon sagen. Glitzerlaminat ist halt überall, ne? Sieht man das gut auf der Kamera? Warte mal, ich gehe mal ganz nah ran. Jetzt bewegt das mal so leicht nach links und rechts. Man kann es ein bisschen sehen, ja. Ja, ne? Boah, das wird, also ich sag dir, das wird richtig scheppern, das Dekor. Das wird richtig, richtig scheppern. Oh. Junge, ey. Geil. Guck mal. Natürlich. Absolute Ehre. Sünde hier am Start. Richtig geil, schön platziert. Dick, wie es sich gehört. Reifen kommen, Motul, Motocrump hier oben nochmal. Also wirklich, ey, die Jungs, die sind einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Boah, hier die andere Seite. Alter, das wird so heftig, das Bike. Das wird so heftig. Lampenmaske, natürlich mit der 93 und meinem Logo. Geil. Mega. So, dann haben wir hier noch, das ist das untere Heckteil, Seitenteil. Ja, klein aus. Seitenteil. Ja, ja. Das ist nämlich ein Teil davon. Das sind so zwei Teile. Ey, ist ja witzig. Die sehen komplett anders aus, ne? Die Teile wieder, die Plastikteile. Ja, ganz anders. Hier, guck, das ist der andere Teil. Zack. Das sieht schon nice aus. Oder? Ja. So unfassbar geil. Vor allem in der Farbkombination mit dem Blau auch mal eine neue Farbe drin. Das gefällt mir richtig gut. Das ist jetzt für Schwinge und so, oder was? Genau. Du kannst ja direkt deinen Schwingenschutz bekleben. Aber sind das zwei verschiedene? Wofür sind die denn hier? Das sieht aus wie für Schwinge. Nee, oder? Und das hier ist doch Schwinge. Ist die Schwinge zweiteilig? Oben und unten oder sowas? Das ist ja der Schwingenschutz. Ah, ich glaube. Ah ja, ah ja. Ja, das dachte ich mir. Irgendwie zweiteilig drauf auf jeden Fall, ne? Ja, irgendwie zack, 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 ja, zack. Ja, das kriegt man schon hin. Ja, ne? Geil. Okay, das war's aber auch, ne? Hier ist noch so
kleines Anschraubding. Und das war's. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war ein sehr, sehr schönes Video. Vielen lieben Dank an Husqvarna Deutschland, an Motocrump für das Zusenden der ganzen Teile. Ich will halt sehen, wie das verbaut aussieht. Absolut. Aber ich dachte mir, wenn wir schon so viele Pakete auf einmal aufmachen, die Sitzbank auch, ne? Guck mal, wie geil das jetzt schon harmoniert. Ja, ja, voll. Wenn wir jetzt schon alles auf einmal aufmachen, unboxen, weil das war jetzt, das waren die Teile für die Husqvarna, die Anbauteile, es war das Dekor, also wir haben alles auf einmal geunboxt, dann reicht das als komplettes Video. Und ich weiß, ich spanne euch damit total auf die Folter und es tut mir auch leid, aber dann im nächsten Video, da werden wir die ersten Teile anbauen. Ich weiß noch nicht, was jetzt als erstes kommt. FMF, denke ich mal, ganz zum Schluss erst, so als Highlight. Ja. Und dann werdet ihr sehen, wie die 501 mit diesen wundertollen Teilen aussieht. Ich kann es kaum erwarten, oder Sören? Oh ja, Mann. Es wird wild. In dem Sinne, ich werde mich jetzt noch ein bisschen hier privat mit dem FMF vergnügen. Ja? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Und ja, an der Stelle wie immer, genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste, geht steil. Steil.